for English subtitle. Push the subtitle button. Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen hier, ein kornatter Männchen, ein sogenannter Fire-Albino. Diese Fire, das ist so eine Albino-Variante, die eben besonders tolles, intensives Rot hat, wie ihr hier seht. Wollte ich euch heute als Intro-Tier zeigen. Gefällt mir ganz gut, diese Fire. Ne? Wie gesagt, durch das intensive Rot kommen die wirklich gut rüber. Das heute mein Intro-Tierchen. Das Thema heute, welches Dokument zu welchem Terrarientier und was damit tun. Ne? Wir fangen ganz leicht an. Hier eine Badagame, Leopardgecko. Als Intro-Tierchen hatte ich eine Kornatter ganz bewusst ausgesucht. Das sind alles Tiere, die keinem Artenschutz unterlegen. Ne? Die sind nicht unter dem Washingtoner Artenschutz, die sind nicht unter Bundesartenschutz. Diese Tiere könnt ihr in Anführungsstrich einfach so erwerben, bekommen, halten, wenn ihr irgendwo so ein Tier, wie gesagt, kauft oder vielleicht bekommt das geschenkt, was auch immer, werdet ihr kein Dokument dazu bekommen, allenfalls vielleicht eine Rechnung oder ein Kassenzettel oder was auch immer, aber kein Dokument, was den Artenschutz belegt oder beschreibt. Ne? Diese Tiere unterliegen keinem Artenschutz. Also wie gesagt, die Klassiker habe ich jetzt gerade aufgezählt. Badagame, Leopardgecko, Kornatter, die verschiedenen Lampropelten zum Beispiel, die Kronengeckos zum Beispiel, ne, als beliebte Terrarientiere, alle kein Artenschutz. Das heißt, ihr braucht kein Dokument dafür. Ihr müsst die Tiere nirgends anmelden auf keiner Behörde. Ihr müsst gar nichts mitmachen, einfach Spaß mit den Tieren haben und die natürlich gut pflegen. Bei sowas hier, Königspython, Teju, als Beispiel Boa, die ganzen Boa-Constrictor-Arten, grüne Leguane, die Brachypelmas, was fällt mir gerade aus dem Stegreif noch ein, die meisten Pythons, was fällt mir bei den Echsen noch ein, die meisten Warane, die stehen unter WA2, WA2 Anhang B, Bundesartenschutz Anhang B. Das heißt, die Tiere sind bestandsbuchpflichtig, nachweispflichtig, meldepflichtig. Ja? Das heißt, wenn ihr solche Tiere kauft oder auch verkauft, muss ein Herkunftsnachweis mitgegeben werden. Der Herkunftsnachweis, den kann man sich im Internet runterladen. Das ist im Prinzip so ein Schein zum Ausfüllen. Darauf sind die Elterntiere, müssen aufgeführt sein, wenn es sich um Nachzuchten handelt. Wenn es um Importe handelt, muss die Einfuhrnummer aufgeführt sein. Von wem die Tiere sind, an wen sie gingen, das ist der Herkunftsnachweis. Anhand dieses Herkunftsnachweises müssen die Tiere angemeldet werden auf eurem zuständigen Regierungspräsidium, unsere Naturschutzbehörde. Welche das ist natürlich von Regierungsbezirk zu Regierungsbezirk verschieden. Müsst ihr euch erkundigen, zum Beispiel auf eurem Veterinäramt könnt ihr euch erkundigen, wo ihr die anmelden müsst. Die können euch das sagen. Da habt ihr eine Meldepflicht innerhalb von 4 Wochen, nachdem ihr die Tiere gekauft habt, müsst ihr die anmelden. Sonst ist es im Prinzip eine Ordnungswidrigkeit. Hier habe ich so eine Spornschildkröte, die ist ebenfalls WA2 Anhang B und eben diesen Herkunftsnachweis dazu. Einfach, dass ihr den mal gesehen habt, das, was ich gerade beschrieben habe, so sieht dieser Herkunftsnachweis aus. Wie gesagt, füllt man selber aus, unterschreibt ihn dann, ist mit dem Tier mitzugeben. Das Ganze muss ein lückenloser Nachweis sein, wo das Tier herkommt. Ne? Also wenn das Tier von euch gezüchtet wurde, dann ist es relativ leicht, dann gibt es keine Lücke zu schließen. Wenn ihr das Tier selber von jemand anders habt, dann müsst ihr es mit aufführen, zum Beispiel Elterntiere hier mit aufführen oder sowas. Das Ganze sollte lückenlos bis zur Geburt oder wo das Tier ursprünglich herkommt sein. Für dieses WA2 Anhang B, also einige von euch, denen wird es jetzt schon unter den Nägeln brennen, die werden sagen, ja, mein Königspython muss ich ja gar nicht anmelden. Richtig, es gibt eine Ausnahmeregelung von der Meldepflicht. Einige Tiere, einige WA2 Tiere, die sehr häufig in der Terraristik sind, sind von der Meldepflicht ausgenommen. Das ist Königspython,
Boa constrictor, Iguana iguana, Felsuma madagascar grandis, Felsuma laticauda und die Brachypelma Arten. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Das sind aus dem Stegreif, aus dem Kopf raus, diejenigen, wo von der Meldepflicht ausgenommen sind. Das heißt, ihr braucht trotzdem diesen Zettel, ihr gebt diesen Zettel weiter, wenn ihr die Tiere veräußert, aber ihr oder derjenige muss die Tiere nicht auf seiner Behörde anmelden. Den höchsten Artenschutz, den wir haben oder den es gibt, ist WA1 bzw. Anhang A. Noch ganz kurz die Erklärung dazu, WA1 Anhang A. Also WA ist der internationale Schutzstatus, ne? WA1, WA2, gibt sogar WA3, aber das ist das, wo man eben keine Papiere dafür braucht. Also für uns wichtig WA2 und der höhere Status WA1. Und dann gibt es die europäische Schutzverordnung, das wird mit Anhängen geregelt, Anhang A, Anhang B. Es kann auch Sachen geben, wie so europäische Landschildkröten, die sind zwar WA2 international, aber stehen unter Anhang A, also unter europäisch, unter dem höchsten Artenschutz. Ne? Das heißt, diese Anhang A-Arten werden gleich behandelt wie die WA1-Arten. Ne? Also hier Testudo marginata in dem Fall. Das hier ist so eine Krokodilschwanzhöckerechse, Chinosaurus crocodilurus, sind mittlerweile auch unter WA1. Für diese Tiere, WA1 Anhang A, braucht man eine CITES. Ja? Das ist ein Dokument, das könnt ihr nicht selber ausfüllen, dürft ihr nicht selber ausfüllen. Das muss eure untere Naturschutzbehörde ausfüllen für eure Tiere, beziehungsweise der Züchter beantragt dieses Dokument für das Tier. Bei WA1 muss es auch für die Vermarktung freigegeben sein, damit der Züchter das Tier überhaupt weitergeben, veräußern darf. Muss hier unten genehmigt sein, dass das Tier, wie gesagt, zur Vermarktung freigegeben wird. Diese CITES bei den WA1-Tieren ist entweder, wie in dem Fall, mit Fotos versehen, die man in regelmäßigen Abständen erneuern muss, die Fotos. Ne, da ist das Tier von beiden Seiten drauf fotografiert. Man geht davon aus, dass das Tier unveränderliche Merkmale hat, ne, so diese Flankenzeichnung hier als Beispiel, dass die sich nicht ändert und dadurch das Foto oder sich nachweisen lässt, dass dieses Tier genau zu dieser CITES gehört. Ja. Alternativ zu dieser Fotodokumentation, wenn es größere Tiere sind oder auch größere Schildkröten, gilt ein Mikrochip. Ne? Dann braucht man diese Fotos hier nicht mehr, sondern das Tier kriegt einen kleinen Mikrochip eingepflanzt mit einer speziellen Nummer. Dann steht die Chipnummer hier auf der CITES und dann ist das Tier auch klar nachweisbar, dass dieses Tier zu dieser CITES gehört. Ne? Das muss, wie gesagt, entweder durch Foto oder durch Mikrochip muss das genau festgelegt sein. Bis vor einigen Jahren war das noch nicht der Fall, da hat man eine CITES und ein Tier gehabt, aber man konnte es nicht eindeutig zuordnen. Dadurch kann natürlich Schmu passieren. Von dem her macht die Regelung schon in gewisser Weise Sinn. Wie gesagt, mit den Fotos ist manchmal relativ schwierig und Mikrochip, so eine kleine Echse zum Beispiel, da kann ich natürlich keinen Mikrochip einpflanzen. Wenn ihr so ein Tier erwerbt, müsst ihr dieses Tier anmelden, ihr müsst eine Kopie machen von dieser CITES, müsst es wie vorher auch bei den WA2-Tieren an eure untere Naturschutzbehörde melden, sagen, ich habe das Tier gekauft von dem und dem, wie gesagt, macht eine Kopie mit von der CITES und dann ist das Tier angemeldet, ist alles okay, das kostet auch keine Gebühren, kostet nichts, aber ihr müsst es auf jeden Fall machen, speziell bei WA1 Anhang A, wenn ihr es nicht macht, ist das schon ein heißes Eisen oder ist nichts, was ich euch empfehlen würde, um es mal so zu sagen. Andererseits, wenn ihr so ein Tier habt und verkauft, müsst ihr natürlich diese CITES mitgeben mit dem Tier und müsst das Tier bei euch wieder abmelden, dass ihr das hattet. Oder wenn ihr das Tier, wenn ihr sowas selber züchtet oder Landschildkröten, werden ja doch relativ viel gezüchtet in Europa. Wenn die Babys da sind, dann müsst ihr diese CITES-Papiere beantragen auf eurer Behörde, müsst sagen, die und die Eltern haben 20 Schildkrötenbabys, ihr müsst Fotos machen, ihr müsst die an eure Behörde schicken. Für die CITES ist auch eine gewisse Summe fällig für die Behörde, ne? Eine Gebühr zwischen, mal ganz grob, zwischen 5 und je nach Wert des Tieres, das können 50 oder gar 100 Euro sogar sein bei einer CITES im Extremfall, wenn es ein sehr wertvolles Tier ist, das müsst dann eure Behörde zahlen und dann habt ihr Tier und CITES beieinander und dann dürft ihr die Tiere weitergeben.
Alles, was ich jetzt gesagt habe, ist natürlich alles innerhalb der Europäischen Union oder für Reptil-TV-Tube aus dem Ausland innerhalb eures Landes. Wenn ein Tier die Grenzen übertritt, EU als Außengrenze oder international, dann sind natürlich ganz andere Papiere vonnöten. Das ist nochmal ein extra Thema. Da gibt es aber schon eine Reptil-TV-Folge drüber, die wir ebenfalls unten einblenden. Und wer noch mehr von uns sehen will, hier unser letztes Video könnt ihr euch anschauen oder hier ein zufällig für euch ausgewähltes Video. Und besonders wichtig, wie bei YouTube immer, abonniert unseren Channel, gebt uns einen Daumen hoch, macht die Glocke an, dass es immer aufpoppt. Und wenn ihr Terrarienprodukte braucht, schaut in den Shop rein.